Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar. Und der Saar hat heute für euch Ramen mit Cheese und Bacon Geschmack. Ich habe das vor Jahren schon mal gegessen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das geschmeckt hat. Cheese and Bacon Flavor. Die Marke heißt Rolton oder Rollton. Instant Noodles. 360 Gramm of Ready-to-Eat Product within 5 Minutes. Und hier sieht man noch ein kleines Schwein und einen kleinen Käse. Instant-Nudelgericht mit Käse- und Bacon-Geschmack für die schnelle Zubereitung. Zutaten: Nudeln in Klammer Weizenmehl, Palmöl, Wasser, Salz, Farbstoff E160A, Klammer zu, Suppengrundlage. In Klammer auf, Salz, Zucker, Geschmacksverstärker, drei verschiedene. Getrocknetes Gemüse, Knoblauch, Tomaten, Zwiebeln, Petersilie, Gewürze, Aroma, Sonnenblumenöl. Das Produkt kann Spuren von verschiedenem Zeug enthalten. Zubereitung: 300 Milliliter kochendes Wasser, ja, das kennen wir ja alle. Hergestellt in der Ukraine. Hergestellt für Monolith Mitte GmbH, ja, das kennen wir ja schon. Monolith ist eben der Konzern vom Mixmarkt. Und das hier habe ich vom Mixmarkt, das kostet nicht viel. Das kostet ein paar Cent halt. 50 Cent oder so kostet das. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wie das war. Aber ich werde es gleich wissen, denn ich werde das jetzt kochen und dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause, die für euch keine Pause ist, weil ich sie rausschneide. So Leute, ich bin wieder da. Ich blende euch noch ein Bild ein von der geöffneten Packung. Ich habe es zubereitet, wie normale Ramennudeln immer zubereitet werden sollten, nämlich aufgekocht und nicht nur heißes Wasser drüber kippen. So schmeckt es nämlich viel besser. So, nach was riecht es denn? Na, wenn ihr mich fragt, riecht überhaupt nicht nach Bacon. Vorhin, als ich die Gewürzpackung aufgemacht habe, hat es ganz schön nach Bacon gerochen. Aber jetzt, naja. Ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen wässrig. Obwohl ich bestimmt nicht mehr Wasser dazu habe als diese 300 Milliliter, die die angegeben haben. Es hat vorhin nach Bacon gerochen, ja. Aber jetzt nicht mehr. Auch nicht nach Käse. Es ist ein bisschen trüb, das erinnert so ein bisschen an Käse. Doch die Nudeln haben ein bisschen das Aroma aufgenommen vom Käse und vor allem vom Bacon. Den Käse suche ich immer noch vergeblich. Also entfernt könnte man sagen, es schmeckt ein bisschen nach Käse, aber nicht wirklich. Ich finde die Rolton Cheese and Bacon Instant Noodles ganz okay, aber so wirklich. Das, was draufsteht, ist nicht drin. Das sind eher so normale Ramennudeln. Wenn man es jetzt nicht wüsste, könnte man es auch für irgendwas anderes halten, ganz ehrlich. Zumindest wenn es dann gekocht und gegart ist. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schaut mal im Mixmarkt vorbei, da gibt es echt coole Sachen. Ich habe auch viele andere Videos schon gemacht über Sachen vom Mixmarkt. Die waren zum Teil wirklich sehr gut. Dann kann ich nur noch sagen, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet, und ciao, Leute!